Ich muss mal ganz kurz, ich hoffe, dass dich das nicht allzu sehr stört, aber für mich ist gerade einfach die Umgebung. Sind das die Effekte? Ich kann mir vorstellen, dass es die Effekte sind. Dass wir den Regen einfach mal dezent leiser machen. Weil... Ein bisschen wenigstens, dass du mich noch hörst. Genau. So, wo lang muss ich? Weiter geradeaus. Ach ja, Richtung der gruseligen Hütte. Na, jetzt ist sie nicht mehr gruselig. Toll, das heißt, ich hätte da Jesper mit hinnehmen können. Naja, will ich gar nicht. Excuse you? Nein, du willst überhaupt nichts auswählen? Schatzi, was ist denn los bei dir? Du bist aber schon... Also ich meine... Wieso willst denn du nichts... Doch, hier, ja, ja, ist... Oh, ja, wolltest du mich gerade abstechen? Ich habe es gesehen, ne? Was du es weißt. Nee, alles gut. Ja, ja, ganz entspannt. Holen erstmal unseren Baubau und... haben dann schon mal unsere Waffe. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass wenn Jesper uns hinterherläuft, dass halt dann auch neue Gegner in der Gegend sind. Wäre nett, jedenfalls. Aber vielleicht auch nicht. Du bist da, ja? Hm. So. Läuft bei uns auf jeden Fall. Genau. So ist das. Wir latschen jetzt noch arg. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es gerade 1 Uhr morgens. Ja, was macht sie 1 Uhr morgens? Ja, ich habe nur einen Tag in der Woche frei. Und heute Nacht ist die einzige Nacht, in der ich ausschlafen kann. Also morgen ist mein einziger freier Tag. Und ich muss es irgendwie nutzen. Und dann verrate ich dir jetzt eben auch das Geheimnis. Die Aufnahmen, die du siehst, sind immer, sind immer, also ich nehme das ja immer am Stück auf und, das bedeutet, rutscht doch mal. Und das bedeutet, also ich habe nur einen Tag, an dem ich Aufnahmen mache, das will ich damit sagen. Und das, was in der Woche hochgeladen wird, habe ich quasi an dem Sonntag davor aufgenommen. So, dass du so circa weißt, wo ich eigentlich stehe. Weil ich habe das schon öfter gelesen, dass du mich das in den Kommentaren gefragt hast, wie das eigentlich aussieht. Da steht was. Hallo! Zack! Tja, mir geht's irgendwie nicht so gut wie dir. Ah, du bist nicht hilfreich. Also mein Wolf ist hilfreicher als du, nur dass du es weißt. Naja, essen wir mal was. Genau, dass du dabei auch Bescheid weißt. Also, so weit bin ich dann immer meistens schon. Ja, genau. Und dann... Du musst mir nicht alles nachmachen. Nur weil ich was beschwöre, heißt es nicht, dass du das auch tun musst. Ja, vielleicht wäre es nicht schlecht. Was ist das Beschweren, oder? Just in case. Laufe ich denn jetzt immer noch richtig? Oh Mann, ey. Ich hätte echt gehofft, dass der mir den Weg zeigt, weil ich laufe jetzt einfach ins Nichts. Lauf hier einfach ins Nichts. Im Dunkeln auch noch. Oh, guck mal, da wohnt jemand. Seid ihr freundlich? Garantiert nicht. Hallo? Nein. Ja, du machst das schon, ne? Ich kümmere mich hier erstmal. Da waren noch 2, oder habe ich mich da geirrt? Waren das nicht 2? Da liegt nur noch eine. Wo ist der andere hin? Ah, da ist im Boden verschwunden. Ja, das kann schon passieren, so vor Schreck. So, wollen wir erstmal pennen? Wie wären das? Wär voll dabei, ey. Mm. So, und es regnet immer noch. Großartig. Zack, 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 zack.
Ein leerer Sack. Ein voller Sack. Boah, ey, das mit dem Regen könnte ruhig aufhören. Das ist für mich halt auch so eine Sache. Also ich finde es ja immer ganz toll, wenn Regen da ist. Alter, steck doch mal deinen Schmutz weg, Mann. Du machst mich jetzt nervös. Aber was ich blöd finde, ist irgendwo Regen. Also Regen geht mir irgendwie tierisch auf den Senkel. Weil es einfach so laut ist und... Ich mag Regen nur, wenn ich schlafe. Sonst ist es einfach nur eklig und nass und kalt. Und guck mal, Groschen, alles gratis, alles gratis. Wieder mal eine Hütte, in der wir einziehen können. Oh Mann, jetzt hör mal auf. Oh, du bist echt anstrengend. So. Besen braucht man immer. Was haben wir hier? Können wir hier ein bisschen was kochen? Wäre auch mal wieder an der Zeit, oder? So. Jedenfalls, wenn ich die Wettereffekte entfernen könnte, dann würde ich den Regen definitiv entfernen. Können wir kochen? Nein? Nein? Gebratenes Rindfleisch? Naja, immerhin. Nee, warte, was? So, nee, mit dir will ich nicht reden. Mann, so, gucken wir mal, was da oben ist. Aha, 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 aha. Nichts ist immer ganz toll. Super spannend, da hat sich's gelohnt. Naja, eine Truhe haben wir. Die ist leer. Schön, hat sich wirklich gelohnt. Naja, gut. So, so, so. So, dann... kann mein Baby wieder raus und wir laufen weiter. So. Jetzt sollten wir. Ach so, nee, da ist eine Felswand. Okay. Ignoriere mich. Wir laufen weiter. Hoppala. Wir laufen weiter. So. Wo ist das? Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Ah, eine Mine. Hau rein, Mädel. Ich drücke. Du darfst. Möchtest du, dass ich das erst wegpacke? Machst du es jetzt? Nein, du... Habe ich mir eine Spitzhacke verkauft? Never, oder? Also die Frage, wo das dann wäre. Wahrscheinlich irgendwie bei Verschiedenes. Sonstiges Spitzhacke. Oh, kommt hier heute noch mal was? Hier. Oh, shit. Keine Spitzhacke mehr. Oh, nein. Das ist echt blöd. Wie habe ich denn das hingekriegt? Habe ich die aus Versehen verkauft? Aber ich habe doch sogar die Fackeln behalten. Komm, das kriegst du auch mit dem Hammer hin. Stell dich nicht so an. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Und du hast auch eine Schlachtaxt. Damit geht's auch. Muss... dich noch mal ein bisschen anstrengen. Oh, verdammt, wie ist denn das passiert? Oder werden die doch verbraucht? Oh, ja, who knows. Tragisch ist es in jedem Fall. Fängt es sich an zu schneien? Haben wir auch Jahreszeiten oder was? Den habe ich erwischt. Aber volles Rohr, ne? Also. Na gut, dann bleiben wir jetzt einfach erstmal auf dem Pfad und sobald wir eine Spitzhacke haben, gehen wir dann wieder vom Pfad ab. Und das sieht ja auch interessant aus. Wow. Was, wo? Warte kurz. Warum?
Halt, warte. Renn nicht weg. Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Hier war früher mal ein Handelsposten, aber seit der Abschottung ist er verlassen. Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Endiral auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Endiral nur noch streng kontrolliert im Arker Hafen statt. Und kileanische Gewürze und tiermatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Ihr habt 10 Wissenspunkte gesammelt. Als Belohnung erhaltet ihr eine dauerhafte Steigerung eurer Fähigkeiten, die, je mehr Wissen ihr sammelt, noch mächtiger werden kann. Die da wären? Also, welche denn? Segen des Wissens. Aha, interessant. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Wer von uns beiden ist denn stehen geblieben, ey? Erstmal hier rauf, ich will... Ach, guck, siehst du? Nahrung, Salz, schwere Rüstung. Toll. Toll, geh mir aus dem Weg. Ist echt immer anstrengend. Man, das ist schon mal eine Hütte, da wird wahrscheinlich auch Party drin sein. Die werden wir natürlich sprengen. Mit allem, was wir haben. Bergmanns Hütte. Oh, ihr geht. Ja. Lass mal. Triffst du denn nicht, oder was? Boah. Ekelisch. Und da kommt Jesper natürlich nicht mit rein, weil warum sollte er auch? Dieser Affe, ey. Der macht mich fertig. Der macht mich echt fertig. Der raubt mir den letzten Nerv. Ja, Schluck. Hab nicht den ganzen Tag Zeit hier. Schau, vielleicht finden wir ja wieder eine Spitzhacke. Das wäre mir lieb. Ja! Komm, komm, komm. Mädel, nimm sie. Bitte, 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 nimm sie. Du kannst das machen. Das ist nicht dein Ernst. Du sagst nein? Du. Das ist doch nicht wahr. Ja, das... Lesen wir demnächst. Ja, es ist gut, ist gut. Wieso nimmst du denn... nein, du sollst dich nicht, um Gottes Willen, setz dich nicht hin. Das war ernsthaft nicht ernst gemeint. Rutsch, warte. Wieso nimmst denn du den nicht? Hier liegen 3 Spitzhacken und du nimmst nicht eine einzige. Man ist tot. Schön. Schön, schön. Eine Schaufel kann ich haben. Hm. Alles nichts. Laterne willst du mir auch nicht geben. Manchmal gibst du mir die Laternen, manchmal nicht. Da würde es auch irgendwie ein System geben. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich kümmere mich ja schon. So, mal einen neuen. Hey, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich da runtergehe, falle ich da runter. Hast du gespeichert? Ja, hast du. Nee? Okay, dann... Lass eine optische Täuschung. Schatz. Ja. Weiter, weiter. So, ist fein. Gut. Gut. Mhm. Tja, vielen Dank für nichts, wie immer. Ist auch leer. Boah, ey, ist jetzt Fettwinter, ne? Also nicht mal nur so ein bisschen.
Oh. Okay. Das ist richtig, richtig, also so richtig, richtig Winter. Wahrscheinlich besser aufgestellt gewesen wieder mit meinem Feuerzauber, also gehe ich zumindest davon aus, aber mit Elektrizität liegt man eigentlich auch nie falsch. Ja, bist voll reingelaufen, hast du jetzt gemerkt, ne? Ja, wie immer, danke für nichts. Also du bist echt nichts im, Vergleich zu meinem Hundi. Ja, da kann man dich echt voll in die Tonne kloppen. Jasper. Ja. Okay. Also. Ist schon wieder jemand hin. Das sind alles einfache Leute. Ja. Bleibt mehr für mich. Leeres Skelett. Also, ich glaube, hier haben wir auch viel zu erkunden, auf jeden Fall. Oh, oh, bitte brich nicht zusammen. Bitte brich nicht zusammen. Okay. Juti. Ah. Mal gucken. Hey, ihr da. Ja? Könntet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulver frisst sich drüben im Wald die Hocke voll. Während ich Idiot an der Brücke Wache schieben muss, weil die Banditen jeden Moment kommen können. Sagt ihm, der soll seinen fetten Hintern aufschwingen und sich auf die Jagd machen. Deshalb sind wir hier. Hm. Ja, also wenn ich den finde. Sneaken. Achso, bitte. Nee, das. Ja. Oh, entdeckt, verdammt. Dieses funktioniert nie. Entdeckt, entdeckt, entdeckt und... Was wollt ihr? Oh, sorry, du bist Ulver. Entschuldige, ich wusste nicht, dass du Ulver bist. Okay. Du willst nicht sterben, hm? Was wollt ihr? Haut ab, hier gibt's nichts zu sehen. Euer Bruder schickt mich. Das hatte ich auch noch nicht. Euer Bruder schickt mich, ihr sollt ihm bei der Jagd helfen. Ach, sagt ihr das? Hm. Dann hört mir mal gut zu. Seit wir von Ark zur Jagd aufgebrochen sind, macht der nichts anderes, als sich die Hucke voll zu saufen. Bis er wieder trocken ist, bewege ich mich keinen Fingerbreit von dir. Richtet ihm das aus. Okay. Okay. Ja, ich koche mir erstmal was Schönes. Setzt euch hin, Jungs. Ja. Siehst da wieder ein bisschen, was ihr kocht. Das ist nicht zufällig eine Spitzhacke. Ich brauche. Oh, Entschuldigung. Das stört dich nicht. Okay, besser ist auch. So, der ist jetzt wieder hier unten. Also, du bist ein nutzloser Säufer. Ulva sagt, ihr tut dir jetzt Tag nichts anderes als nutzloser Säufer sein. Ist dieser Vatyrensohn denn noch zu retten? Sagt ihm, er soll nicht so großspurig auffahren und seinen Arsch hierher bewegen. Hm. Okay. Ich glaube, das wird lustig. Ich bin ziemlich sicher, dass sie sich am Ende gegenseitig verprügeln. Aber trotz allem hätte ich gerne. Du hast gar nichts dabei, was es sich zu stehlen lohnt. So. Also, Bruder meint, du bist ein großspuriger Typ und sollst da jetzt runter. Ah ja, soll ich das? Und sag dir mal, dass mich, was er will, so viel interessiert wie die Arschhaare eines nackten Vatyren. Ich bin keine Eule. Na, weißt du? Aber sonst.
Also, du bist so uninteressant wie die Arschhaare eines Vatyrn. Jetzt reicht's. Haut sie für mich eine über. Hab ich schon, aus Versehen.